Guten Tag und willkommen zurück zu Tales of Exilia. Wir sind auf dem Weg zum Fenmon-Seehafen. Und wollen mit Gaius neue Pläne starten. Jedenfalls in unsere neuen Pläne starten. Und zwar auf dem Schiff und dann die Lanze von Kresnik. Eigentlich ist das ja nicht unser Plan. Die Lanze von Kresnik, die irgendwo unter Wasser liegt, zu suchen, ist Gaius' Plan. Aber Gaius hat gesagt, hey, wenn du das machst, dann könnte vielleicht Musee auch vorbeikommen und uns ein kleines Hallöchen zurücklassen. Und genau das wollen wir, denn wir wollen ja mit Musee reden. Und deshalb werden wir da mal mitfahren, mit Segeln. Und Wingal, ja, ich muss wahrscheinlich Wingal ansprechen, oder? Ja, machen wir mal. His Highness is already aboard. We will depart soon. Excuse me. I presume you wish to ask about Zhao. Yes. Do you know why he protected me during the battle? Perhaps he sought to make amends for his past crimes. But he ended up dying as a result. There are some who believe that nothing is more important than survival. But priorities change. Life starts to lose purpose when you've gone astray. Sometimes the only means to make amends for one's actions in life is to die. Spricht er gerade Jude an bezüglich Mila, dass Mila mit ihrem Tod das alles wieder gut machen wollte, was sie gemacht hat? Weil so wie es schien, hat ja laut Maxwell Mila gegen ihn gearbeitet. Sprich, er hatte sie für etwas anderes beauftragt, was sie vermutlich auch einen Großteil des Spiels verfolgt hatte, das Ziel. Und das Ziel war vermutlich nicht unbedingt das moralisch richtige Ziel. Ja, wenn man vielleicht alle Menschen und Geister mit da reinbezieht. Und das hat sie wahrscheinlich dann im Laufe des Spiels geändert und hat dann mit ihrem Tod das alles wieder gut machen wollen. Legend? I don't really understand. Nor should you. You should focus instead on enjoying what you have. How do I do that? That's for you to find out. Zhao's greatest wish was for you to find happiness in life. Of that I am certain. Okay, I'll find a way. Also werde glücklich, Lies. Zhao wollte das, also werde das. That will put Zhao at peace. If I may. Full of questions today, aren't we? Let me guess. Is it about His Highness? What are Gaius's plans for Risa Maxia? No doubt His Highness will one day unite this world. That should tell you what you want to know. Thank you for your time. What is it? It's nothing. Shall we move onward? Was viele sich auch von euch die Frage gestellt haben, was auch ich auch selbst interessant finde. All that time, she was just bait. Machen wir gleich. That's why I want to meet the real Maxwell, to find out the truth. He'd most likely reside in the spirit realm. But does such a place even exist? And even if it did, we have no means of getting there. Indeed, it's little more than a legend, but we know for a fact that spirits exist. So it follows that they must reside somewhere. Likewise, a path to their realm must also exist. Ich sehe es schon kommen. Maxwell ist einfach der Endboss im ganzen Spiel. Hey, what about Nyakara? Don't they call that place the Village of the Spirits? You have a point. It lies near a mountain known as the Hollowmont. Perhaps you might find a clue there. Well, what are we waiting for? Let's check it out. Don't get too excited. This ship isn't turning around before we reach the Lance of Kresnik. Really? Come on, who cares about that stupid Lance? Alter, wir haben erst gestern darüber geredet, Lea, dass du in Gegenwart von Gaius nicht so über ihn und seine Pläne reden solltest. Was machst du jetzt schon wieder? Gaius, earlier you spoke of stopping the Otherworld Reactor Plan. I suspect you're planning to invade Olympias using the Lance of Kresnik. It is for the good of Risa Maxia. Hold on. You would need massive amounts of mana to use the Lance. I understand. I do not wish to sacrifice humans or spirits. Then, maybe we don't have to use it.
The reality is, someone must. Are you trying to finish what Mila started? I never put it into that perspective. But inevitably, yes. Er will sich that also is auch what I'm doing. No one has ever made such a strong impression on me. Then we also need to consider the fate of Olympias. Sogar den großen, starken Gaius, der immer so mächtig und stark aussieht. Der große, starke Gaius, der so mächtig und stark aussieht, ja. Sogar er war beeindruckt von Mila und ihrer Motivation und ihrer Art. Das ist krass. You're worried about them? At a time like this? They were willing to sacrifice every human and spirit life in Risa Maxia. Why does one side have to suffer for the sake of the other? That doesn't sit well with me. It wouldn't sit well with her either. She would destroy the schism and save everyone. That's what I want to do. I'm surprised to hear such words from you. Are you trying to repay her for what she's done for you? Ich verstehe immer das noch nicht mit der Schisma. Wieso ist es möglich, den Leuten des Olympios den Reaktorplan zu verfolgen, solange das Schisma noch steht? Ich dachte, das Schisma soll genau davor schützen. Das habe ich auch schon letztes Mal angesprochen. Oder ist es wie ein Strohhalm oder so? Ja, sobald ein kleines Loch drin ist, in dem Loch, sagen wir mal ein Ballon. Ja, sagen wir mal ein Ballon. Wenn du einen Tesafilm draufklebst und eine kleine Nadel durchsteckst, dann platzt der Luftballon ja nicht. Dann fließt ja nur ein bisschen Luft raus. Und sprich, an dieser Stelle des Luftballons sammeln sich gerade die Leute von Olympias und saugen da die Luft aus dem Ballon raus. Also sprich, das Mana. Ja, und wenn man den ganzen Ballon jetzt platzen würde, dann würde das Mana einfach wusch, wie ein Ballon auch platzen würde und die Luft wäre einfach, ja, in der Atmosphäre. Ist das dann so zu verstehen oder darauf sind sie irgendwie noch nicht wirklich so eingegangen, wieso das Schisma jetzt so wichtig dafür ist, dass die Leute von Olympias hier Mana einziehen können? Yes. You've grown strong. Jude, join me and... Your Highness, we've nearly arrived. The salvage operation needs your attention. Junge, dein König hat gerade geredet. Er wollte gerade seinen Ritterspruch machen. Er wollte mir gerade sein Schwert einmal auf die linke Schulter, einmal auf die rechte Schulter legen. Das ist richtig, das ist die rechte Schulter. Und du unterbrichst ihn. Very well. Er meinte ja irgendwann, Gaius? Irgendwann, als zum ersten Mal die Lanze von Krasnik aktiviert wurde, hat er noch gesagt von wegen: Lasst ihn am Leben. Wenn er wieder zu Kräften kommt, kommt er zu mir und dann wird er mir dienen. Und jetzt ist der Moment gekommen, dass er jetzt zu Gaius gekommen ist und ihm, ja, mit ihm und für ihn arbeiten wird. Sein Sohn. Gaius ist ja sein Vater. Egal, ob es stimmt oder nicht. Ich will es so. Das ist in meiner Welt so. Wie viele andere Leute irgendwelche anderen shippen, so ship ich jetzt Jude und sein Vater. Nur nicht halt shippen in Form von, dass sie sich lieben, sondern im Shippen in Form von Sohn und Vater. Versteht man das? After this, I bet that they'll rebuild the lance back at the laboratory. So then, you were listening to me. Musi ist da! What's happening out there? Incoming from the southeast! It's her! Time to clean up. I'll slaughter every last one of you. Die hat sich komplett verändert. Das heißt, verändert sie, zeigt jetzt ihr wahres Gesicht. Aber es war so klar. Es war so klar, dass sie das nur spielt. Es konnte nicht sein, dass sie... Das war zu suspekt. Dass sie so naiv und dumm getan hat. They live? I should have known better than to trust that rogue. I'll deal with him later. But first... Okay, also Alvin hat also wohl ihr gesagt, dass er sie getötet hat. Also Jude und Lea. Okay, ich muss gegen sie kämpfen. Bitte nicht! Lass sie mich in Ruhe! Nein! Seht ihr da unten meine Leisten? Guckt euch diese Leisten da unten ganz genau an. Was fällt euch auf? Der Superintelligente... Überschlaue,
Kegi von Kingleton. War noch vor 5 Minuten in einer Stadt, wo er hätte sich hinlegen können und schlafen können, um sich voll zu heilen. Was hat er gemacht? Er hat sich nicht hingelegt, um zu heilen. Jetzt hat er nicht bei jedem Charakter TP voll. Mann! So, ihre Schwäche ist Licht. Boah, sie ist vom Element Dunkelheit. Interessant. Das Problem ist jetzt auch, meine Hauptpartner Mila ist weg. Also ich habe mich ja immer mit Mila kombiniert. Und mit den anderen Charakteren kenne ich gar keine Kombos. Wir müssen kurz mal nachschauen gleich, bevor wir den Kampf beginnen. Okay. Sie hat auf jeden Fall ein bisschen was drauf. Sie hat auf jeden Fall schon mal nette Werte. So, Arzt. Wir wollen nochmal kurz reinschauen. Wir haben 2 Heiler am Start jetzt, ne? Im Prinzip 3 Heiler. Jude kann ja auch heilen. Das ist krass. So, wir wollen kurz einmal genau das hier nachschauen. Kann ich irgendwie sortieren nach Partner? Genau, nach Partner. Und zwar kann ich auch nach Element sortieren? Machen wir nach Partner, dann können wir jetzt Mila überspringen. Alvin können wir überspringen. Elise. So, was haben wir? Haben wir hier irgendwas, was lichtmäßiges ist? Mit ihr nicht. Haben wir mit ihm irgendwas? Mit ihm wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich mit gar keinem. Höchstens mit Mila, aber Mila ist nicht da. Nee, ich habe mit niemandem eine Licht-Kombo. Aber ich habe halt Licht auch einfach so am Start. Und ich habe auch nur 2 neue Fähigkeiten gelernt, bevor ich den Part hier neu gestartet habe. Bevor ich den Part aufgenommen habe, die Aufnahme gestartet habe. Alter, versuch vernünftig zu reden. Komm runter. So, habe ich 2 neue Fähigkeiten gelernt. Die können wir uns vielleicht gleich im Kampf auch mal anschauen. Weil, ja, wieso nicht, ne? Das war einmal Phönixfall. Einem Raubvogel gleich erhebt sich der Angreifer in die Luft und stürzt sich dann brutal auf sein Ziel. Klingt nice. Nehmen wir mit. Obwohl, aber das möchte ich nicht hier drauf packen. Das möchte ich nach oben packen. Weil Phönixfall hört sich so, ja, wie ein Phönix. Deshalb verbinde ich damit auch nach oben drücken. So, Cerberus-Schlag lassen wir erstmal. Das ist immer ganz nett. Und dann war noch, war der rasende Schlag denn? Nein, nicht rasender Schlag, war neu. Es war eine Windattacke. Das war nicht diese Wirbel. Es war, genau, das war das, der Zyklonantrieb. Ja gut, Zyklonantrieb ist jetzt auch ein Angriff, der könnte auch nach oben gehen. Ja? Machen wir ihn einfach mal nach unten. So. Und dann machen wir hier rasender Schlag weg und packen mal dahin Sonnenbruchsphäre hin. Ja, weil das ist ihre Schwäche. Licht ist ihre Schwäche. Es frisst zwar viel TP, aber hey, so ist das nun mal. So, wir gucken uns mal die Fähigkeiten an bei dem Bosskampf. Aua. Das war gerade der Phönixfall. Habt ihr das gesehen? Wow, dieser ist ja schon tot. Aua. Aua. Kann ich sie überhaupt besiegen? Ich sehe schon, komm, ich kann sie gar nicht besiegen. So wie... Okay, das war der Zyklonantrieb. Der war ganz nice. Wow. Okay, wer hat das eingesetzt? Was? Nein! Bleib im Kreis. Was macht sie da? Beruhig dich, Frau. Ich weiß nicht, ob ich sie besiegen kann. Hier, einfach mal schön Licht drauf. Immer schön Licht drauf. Okay, vielleicht ist es keine gute Taktik, nur Licht rauszuballern. Weil das frisst sehr viel TP. Healing Circle! Ich werde, glaube ich, auch in diesem Kampf mich mit meinem Arzt hauptsächlich. Mit meinem Link-Arzt hauptsächlich. Ich bin mit niemandem gelinkt. Genau, jetzt. Ich werde mich hauptsächlich auf die Heilung konzentrieren. So. Mein Link-Arzt. Perfekt, das sah schon mal gut aus, oder? Aua. Die haut auch Schaden raus, das ist unglaublich. Bitte, Rowan, treffen Sie. Ah, nein, weg. Ich habe Angst, dass etwas Großes kommt. Okay, TP ist noch am Start. Wow, das war ein riesiger Typo. Ist das ihr komischer Wasserscheiß hier? Ah, nein, raus aus der Kugel. Nein. Heilen? Hey, ich bin nicht mit den Lieferanten. So, einmal kurz durchheilen. Hör auf damit! So, hier kriegst du einmal in die Fresse.
Alter, Junge, was feierst du da? Okay, ich kann wieder linken. Das ist sehr gut. Weg, 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 weg. Ich könnte auch gleich schon Dingens einsetzen, ne? Ah. Geh doch mal weg! Geh doch mal weg! Ich komme hier nicht weg! Wir heilen mal kurz. So. Zack. Wir können gleich. Oh, was ist das denn? Was macht sie da? Was? Hä? Kann man sie nicht besiegen? Oder was war das jetzt gerade? Habt ihr das gesehen? Sie hat einfach zigtausend Dinger gespammt. Und das hat einfach mein ganzes Team auseinandergenommen. Oh nein. Ist das vielleicht so der Punkt, wo man stirbt normalerweise gegen sie? Und das ist wieder so ein Kampf, den man sterben und gewinnen kann? Moment, ich brauche mal kurz Arzt. Ich muss mir meine Krankheit heilen. Wo habe ich meine Krankheitsheilung hingepackt? Da, Erholungsring nach rechts. Na, ah, ich hab's nicht geschafft. Der hat mich noch getötet. Fuck. Elise, mach keinen Scheiß, Elise. Elise, mach keinen Scheiß. Heilen. Sie rest wieder, Leute? Perfekt. Okay, wir sind gleich wieder am Start. Ich kann wieder drauf gehen. Lass meine kleine Elise in Ruhe. Alter. Wie sie einfach meine Leute one-hittet. Hör auf, meine Leute zu one-hitten. Komm doch mal her. Ich brauche meinen Link-Art. Ich brauche meinen meinen Mystic-Art. Dann könnte das vielleicht was werden. Nein, ach nein, ich wollte gerade wegspringen. Ich brauche eine Wiederbelebung. Lea, bitte, auf Jude. Nein, nein, jetzt kommt was Großes. Nein, nein, jetzt kommt das wieder. Dingens ist tot. Elise. Oh, Leute, ich bin gerade mega überfordert. Wir haben es aber fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Nein, 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 nicht die dicke Kugel, nicht die dicke Kugel. Nicht die dicke Kugel. Nein, 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 nein. Ah, Lea. Ich muss Lea heilen. Nicht TP. Ah, beruhig dich. Du bist gerade im Pause-Modus. Du kannst dir richtig gut Zeit lassen. Lea. Okay, sie ist geheilt. Jetzt. Jetzt. Nein, 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 nein. Nein, ich habe die Charaktere gewechselt. Ich muss mit jemandem mich kombinieren. Heilen. So, jetzt bin ich in der Grenzüberschreitung. Na, ich muss sie treffen. Ja, du hast sie getroffen? Ja! Sie ist nicht tot! Sie ist nicht tot! Stirb! Stirb doch! Nein, 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 nein! Hier, Sunspark, komm schon, in dein Gesicht. Ich habe noch nie was Einfaches gemacht als das. Not yet. I still need to get better. All right. There's always room for. I feel much stronger. Lief doch gut, oder? Jetzt dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich diesen Kampf auch verloren hätte können. Verlieren hätte können. Wahrscheinlich ja, oder? Phew. It's a good thing we didn't try tackling her on our own. Muse. Why are you doing this? Why? All I am doing is... All I'm trying to do is protect Reza Maxia, that's what! I mean... How does what you're doing protect Reza Maxia? How am I supposed to know? So you are acting under order. Please, you have to tell us. Where is Maxwell? We need to know. What do you people want with Lord Maxwell? So there is another Maxwell after all.
Sie hat sich verraten. Musée! This can't be what Maxwell really wants, can it? Of course it can! Lord Maxwell, is this not your divine will? Lord Maxwell, please! Command me to smite these humans! What is happening to her? I do not know. Wingull, come! Yes, sir. Follow me. Ich dachte schon, die können jetzt schweben oder so, aber okay. Gaius, no! After His Highness, send word to the Chimeriad! Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ob das was wird? Oh Mann, ey. Aber was? Wieso Rize Maxia retten? Ich verstehe nicht. Where are Gaius and Musée? Das sieht doch nicht. Entweder ist sie komplett durchgedreht, ja? Oder. Ja, weil es klang auch so, als Maxwell letztens gestern geredet hatte, klang es so, als hätte er sie nicht mehr irgendwie unter Kontrolle, oder? Dass er sie irgendwie unterschätzt hatte oder sowas. Und kann sein, dass sie jetzt vielleicht durchdreht oder sowas. You sure this is the right place? Aber mit wem hat er dann geredet? Mann, alles so verwirrend, ey. So viele neue Fragen. What? Why? What's the big idea, Featherneck? Ach, Wingull, jetzt bitte. Was soll das jetzt hier? Are you gonna tell us why you're doing this? Because it's dangerous. What is? Us? No, Jude. You. Er hat doch gesagt. Achso, er meint nur Jude jetzt wahrscheinlich. Mit ihr meint er jetzt. Er spricht jetzt Jude in der. Wie nennt sich das? In der. Wie nennt sich das, wenn man eine Person nicht mit du, sondern ihr anspricht? Wie nennt man das? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Mit ihr meint er auf jeden Fall nicht die Mehrzahl. Why would you say that? Having Jude meet Maxwell may impede on Gaius's progress. Is that what you believe? You think I would get in Gaius's way? Don't let them escape. Now please come quietly. Wissen die dann irgendwas? Wissen? Wenn die Angst haben, dass wir mit Maxwell uns treffen, wissen die dann irgendetwas? Weiß dann Gaius und die Chimeriade etwas, was wir noch nicht wissen? What? Ron. Er hat's einfach drauf. Na, Elise, die hat's einfach drauf. Pucker up! Alter. Halt einfach straight auf die Stirn. Ha! Ja. Lea hat's einfach drauf. Ich liebe mein Team. Wait, really? Now, let us find Gaius. But where'd he go? One place comes to mind. Nia Kara? Vielleicht will er jetzt auch ins Geisterreich? The Nia Kara Holomont. Yes, precisely. Come on, guys. I wouldn't mind a heads up next time you plan a rescue. What? I'm not a mind reader. Süß. Ja, der Jude ist auf jeden Fall alles andere als jemand, der Gedanken lesen kann. Der ist ganz weit davon entfernt. Age must have dulled my combat skills more than I'd realized. Hey Jude, looks like you got a new martial art. Don't get too down on yourself when you whiff with it, okay? Thanks for jinxing me before I even try it. Ich habe ein neues Kriegsart? Habe ich jetzt was Neues dazu, einfach dazu gelernt? Oder wieso? Weil ich jetzt die Quest geschafft habe oder wie jetzt? Moment, wo war das denn nochmal hier? Ich muss so. Nein, ich muss. Start. Ich bin verwirrt mit meinem Leben. Das war doch Select. Nein. Ich will auf Auto.
Egal. Egal. Wir haben einen Dialog am Start. Gaius rechte Hand. I can't believe he turned on us, stupid Beatherneck. He really caught us off guard. Why would he do that after he told me about Zhao? When Wingull makes a decision like this, he's thinking only of King Gaius. He would do anything and stop at nothing for the good of his king. Aber gleichzeitig auch würde er seinen König umbringen. He must really look up to Gaius. I think it's more complicated than that. Das glaube ich auch. Gaius and Wingull aren't friends? They are friends. They share the same ideals, and they walk the same path, which is what makes it so complex. They are close friends, and yet at the same time, fierce rivals. What does that mean? I don't... Leia, do you understand? Not really. I guess it's like the dude version of being a catty schoolgirl. That's, well, that's surprisingly accurate, actually. Ich find's einfach schön, wie Leia einfach die Beziehung zwischen Gaius und Wingull, den zwei Badass des Spieles, mit intriganten Schulmädchen vergleicht. Finde ich super. Danke, Leia. Das war sehr schön. Hast du gut gemacht. So, die Frage. Oh, endlich, Leute. Seht ihr das? Oh mein Gott. Questtime! Wir können uns demnächst auf Quests freuen, endlich! Denn wie ihr seht, nach endlich 10.000 Millionen Parts, wo ich das, glaube ich, gefühlt in jedem Part einmal angesprochen habe, können wir endlich wieder uns überall hin teleportieren. Endlich! Wow! Außer ins Forschungszentrum, aber da wollen wir auch gar nicht rein. Perfekt! Gut, dann werden wir morgen uns auf jeden Fall an ein paar Quests ransetzen. Ich werde mich da informieren. Informieren, wo welche Quests und so weiter, wie ich da hinkomme und so weiter. Nicht, dass ich dann morgen hier wir den ganzen Part damit verbringe, dass ich hier mich fragend im Kreis drehe und nicht weiß, wohin ich laufen muss, um welche Quest zu machen. Versteht ihr? Deshalb werde ich mich auf jeden Fall da informieren. Und dann werden wir uns ein paar interessante Quests durchgehen, wie zum Beispiel die Vergangenheit von Alvin und Presser herausfinden oder etwas über Leia herausfinden, ja? Oder generell hier die Geschichte von Orjul ein wenig herausfinden. Das werden wir alles noch herausfinden. Ich glaube, die Geschichte von Orjul, da werden wir, glaube ich, auch was über Gaius herausfinden. Da wurde mir auch schon in den Kommentaren was geschrieben über Gaius und seine Schwester. Das könnte auch ganz interessant sein. Das könnte ganz cool sein, glaube ich. Mutter und Kind. Könnte das Alvins Mutter? Nee. Die aus dem Schatten agieren. Das könnten die Ratten sein. Rosa und niedlich. Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall uns das Leas Versagen. Ja, das könnte auch ganz interessant sein. Leas Geschichte. Bisschen so näher zeigen. Es wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass es wohl auch eine Nebenquest gibt über Elise Vergangenheit. Die wohl auch recht traurig sein soll. Aber ich könnte mir jetzt nicht erklären, welche davon jetzt die Quest von Elise sein soll. Oder ich muss die Quest erstmal irgendwo finden. Der traurige Handelsreisende, Orangensuppe. Die Bitte des Ältesten. Also mir sagt hier gerade gar nichts. Der umherstreifende Jugendliche. Also mir sagt hier gerade gar nichts irgendwie. Also ich lese hier aber gar nichts irgendwas über Elise raus. Wer weiß, vielleicht Mutter und Kind. Mal gucken. Das werden wir auf jeden Fall dann morgens anschauen. Ist schade, dass wir halt diese zwei Quests verloren haben. Vor allem hier Miles Anhänger. Wäre vielleicht ganz interessant, mal über Ivar etwas herauszufinden. Aber gut, dann halt nicht. Der Zustand unserer Welt. Ja, das werde ich auf jeden Fall mich dann morgen damit auseinandersetzen. Bevor ich den Part aufnehme, sodass ich dann mega informiert bin und ganz genau weiß, wo wir hin müssen. Und dann wird das eigentlich auch ganz schnell gehen. Dann haben wir vielleicht morgen alle Quests durch. Oder die ich wenigstens will, ja. Weil es sind auch bestimmt viele Quests dabei, wo es nur einfach nur darum geht, irgendwelche Monster zu töten. Und dann kriegst du einen weiteren bunten Schwanz oder sowas. Das brauchen wir nicht. Was für uns interessiert, sind halt die Nebenstorys, ja. So, zum Abschluss gönnen wir uns noch einen Dialog mit der Überschrift Unberechenbare Musée und beenden dann das für heute. Musée ist like a totally different person now. She was never a person. She's a different spirit. Klugscheißer. She's no different. This was her true nature all along. Das würde ich auch sagen. Das war das, sie sich davor immer noch verstellt hatte. I don't know if that's the case.
How come? She's just been following orders this whole time. I wonder what she's feeling inside. It could be completely different from her outward actions. She might simply be lost, like I used to be. Aber das stimmt auch. Sie klang recht verloren, ne? So wie sie da geredet hatte und so weiter und irgendwie gleichzeitig, sie war nicht wirklich, wie soll ich sagen, sie war nicht entschlossen. Sie war nicht entschlossen, ja. Vor allem, als sie dann uns gesehen hatte und dann in Knien lag und dann wir gesagt haben, ja, wir wollen Maxwell treffen. Da hat man gesehen, irgendwas stimmt bei ihr nicht. Sie ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig entschlossen in dem, was sie da tut. Sie ist irgendwie komplett verloren irgendwie. Das stimmt schon irgendwie. Oh, oh boy, here we go again. Don't get me wrong, I can't forgive what she's done. It's just... Ich glaube nicht, dass sie der wahre Bösewicht ist. Ich denke schon, also, dass entweder ist bei den Olympius-Leuten gibt es noch irgendjemand Größeren, oder es ist Maxwell, oder es ist noch was ganz, ganz Großes, irgendetwas Riesiges, sowas wie Maxwell selbst, also auch ein riesiger Geist, nur halt aus der dunklen, auf der dunklen Seite. Ja, und Maxwell ist wirklich nur ein Guter. Und dann gibt es noch eher das Pendant zu Maxwell. Irgendwas Krasses, Riesiges, Böses. Ja, und das wäre dann vielleicht so der Endboss, dass wir dann in die Geisterwelten ziehen und dann dort ihn aufsuchen, diesen mächtigen, was auch immer, und ihn dort vernichten werden. I know, I know. Nice guy Jude has to walk a mile in the enemy's shoes. Just remember what we're here to do. I know, she has to be stopped. We have to stop her. Der empathievolle Jude, ja. So, gut, dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr es zeigen könnt. Und schaltet morgen wieder pünktlich um 17 Uhr ein, wenn wir ein wenig was über Lea erfahren, ein bisschen was über Alvin erfahren, ein bisschen was über Presser erfahren, vielleicht auch ein bisschen was über Elise erfahren. Mal schauen. Ich freue mich drauf und die dürft ihr euch auch freuen. Bis morgen. Tschüss.